Günterblätter, was kann ich für dich tun? Es ist ganz was Furchtbares passiert im Tiroler Land. Etwas Widerwärtiges. Ist der Franzos wieder am Bergisel? Vertreibe ihn, aus sie mit ihm! Aber nein, das war doch zu deiner Zeit, Andreas Hofer. Heutzutage brauchen wir die Froschschenkelfresser und wir brauchen natürlich auch die ganzen Katzelmacher, die Bifke. Nein, das ist was anderes. Mein Stellvertreter, der Geißler, hat zu einem Weiberleib gesagt, das wäre ein widerwärtiges Luder. Und wir müssen zusammenhalten. Mann, das ist Zeit! Mann, das ist Zeit, das hab ich doch anderes gemeint. Da fehlt doch immer der Satz, der wird nicht korrekt zitiert. Das heißt, Mann, das ist Zeit, dass die Weiberleute wieder es Sorgen haben in Tirol. Das ist das allergrößte Deppertste, was ich jemals gehört habe. Soll das heißen, wir Tiroler Männer, wir sollen die Pappen halten, oder was meinst du? Das soll es heißen, so will es der Hofer. Der Norbert Hofer? Aber nein, der Andreas Hofer. Schwierige Zeiten kommen auf uns Männer zu in Tirol. Der Andreas Hofer ist unserem Landeshauptmann Günterblätter im Traum erschienen und hat befohlen, dass wir alle einen Kurs im Frauenverstehen machen müssen. Hoffentlich bestehen wir diesen Kurs. Landeshauptmann, Stellvertreter Geißler, Sie haben mich, eine Vertreterin vom WWF, als widerwärtiges Luder bezeichnet. Das ist eine Beleidigung. Ja, das tut mir ja leid. Ich hab mir nur versprochen. Ich wollte nicht Luder sagen, ich wollte Weiber sagen. Frauen, wollte ich sagen. Widerwärtige Frauen, WWF. Nein, das stimmt nicht. Das ist nicht die richtige Abkürzung. WWF bedeutet World Wildlife Fund. Und wo ist das L für Luder? Da gibt's kein L, da gibt's kein L. Moment einmal. Du hast WWF auf dein Leiberl stehen, das muss heißen. Schauen Sie nicht auf mein Leiberl. Was starrt Sie denn auf mein Leiberl? Schauen Sie mir in das Gesicht. Jetzt bringe ich dabei, wie man spricht. Warum man spricht, ich muss das Leiberl starren, weil das Gesicht ist verhüllt. Vermummte Demonstranten. Also, Berufsdemonstranten. Ich bringe es Ihnen jetzt bei. Kommunikation. Also, es gibt eine Person, die spricht. Das bin in dem Konkreten war ich. Ja. Und Sie horchen einfach zu, bis ich fertig bin. Haben Gut. Sie das verstanden? Ja, ich spreche. Ja, ich bin ein moderner Mann. Ich bin ein Lernfähiger. Hört zu. Hört zu, was Sie mir sagen. Ich bin noch nicht fertig. Ja. Sagt mir jetzt was Wichtiges. Ja, hört einfach zu. Sie müssen einfach Schweige. Die Pappen halten, während ich spreche. Haben Sie das verstanden? Also gar das ist ganz mehr. Einfach. Also gar ja. Ja, siehst du, wie modern einfach. Ich schon bin, Ingrid? Ha? Geht das mir einmal loben, du widerwärtiges Luder, du. Was? Der Geißler hat die Weiberausbildung schon geschafft, oder was? Mann, das ist Zeit, das muss ich auch machen. Schickt mir irgendein so ein Schnallen, damit ich ein Feminist werde. So, freut mich sehr, Schießgewehr, aber keine Angst, die Puffern ist nicht geladen, die Blutflecken sind vom letzten Mal. Ja? Und ich bin schon gespannt auf die Frage. Schießen Sie los. Herr Dornauer, vielleicht zunächst einmal ein Styling-Tipp. Hm. Der umgestellte Kragen ist nicht mehr so modern, da hilft auch ein Kuli im Ausschnitt nichts. Das ist das Sexistischste, was ich jemals gehört habe. Ja? Ein Mann hätte so eine Frage niemals gestellt, Sie widerwärtiges Luder.